Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und konntet eure Zeit mit euren Lieben richtig genießen. Ja, ihr habt bestimmt im Text oben gelesen, dass ich euch heute zeigen möchte, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich möchte euch aber nicht zeigen, was für tolle Geschenke ich bekommen habe, sondern ich möchte euch einfach zeigen, was ich damit schon gemacht habe. Und bei der Gelegenheit zeige ich euch auch gleich, was ich bekommen habe. Genau. Ja, mich interessiert natürlich aber auch, was habt ihr denn so bekommen? Vielleicht mögt ihr das mal unten in die Kommentare reinschreiben und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, was noch ein Grund ist, warum ich dieses Video heute mache. Ich hatte gesagt, dass ich heute auflöse, wer die ganzen Sachen aus dem Adventskalender gewonnen hat, also aus dieser Verlosung. Und ihr solltet ja jeden Tag einen Buchstaben sammeln und daraus ergab sich ein Satz und das Lösungswort sollte mir per E-Mail zugeschickt werden. Jetzt war es aber so, dass niemand mir eine E-Mail geschickt hat. Das heißt, irgendwie hat niemand an diesem Spiel teilgenommen. Was wiederum wahrscheinlich bedeutet, dass euch die Sachen nicht gut gefallen haben, die ihr dort gewinnen konntet. Wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch darüber mal unten in den Kommentaren schreibt, was euch eigentlich interessieren würde. Also ihr wisst ja, dass ich Stickdateien wie auch Plotterdateien selber mache und ja, das eine oder andere bastle und auch offen bin für Tauschpost. Ich glaube, das wissen die meisten von euch. Allerdings nicht dieses riesen Konsumding und man macht einen riesen Tauschwert aus und geht dann los und kauft Sachen dafür ein, sondern wirklich selbstgemachtes, also nur selbstgemachtes. Ich möchte nur noch selbstgemachtes tauschen. Und ja, wer dazu Lust hat, darf mir gerne eine E-Mail schreiben und die E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Okay, ihr Lieben, jetzt geht's aber los und ich zeige euch, was ich bekommen habe und vor allem, was ich damit gemacht habe. Als erstes möchte ich euch zeigen, was ich von unseren Kindern bekommen habe und zwar so ein Packen hier mit 25 Urkundenblankos. Und ja, hier ist mal so ein Beispiel drin und da sind noch Bilder von anderen Sachen, die es noch von dieser Firma gibt. Aber hier unten so sehen die Teile aus, die hier drin sind. Ich hatte natürlich schon mal kurz reingeguckt. Ich möchte es jetzt nicht ganz rausholen, weil es nicht so einfach ist, das wieder reinzuschieben. Aber hier ist hinten noch so ein Umschlag dabei. Ja. Oh, okay, das hole ich jetzt doch mal raus, weil da habe ich noch nicht so genau reingeguckt, was hier noch alles drin ist. So, hier ist auf jeden Fall noch so eine Glückwunschkarte drin. Und ich hatte irgendwas von einem Umschlag gelesen, deswegen bin ich jetzt von einem Umschlag ausgegangen. Aber hier sind nochmal Papiere drin. Und zwar einmal hier so ein Briefpapier, scheint das zu sein, mit Blümchen. Und hier einmal so ein Papier mit Holzoptik. Und sind das zwei? Ja, das sind noch mehr. Hier haben wir noch eins mit, also das Holzoptik ist von beiden Seiten. Und das hier ist auch noch ein Briefpapierchen. Ja, ganz süß. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Da haben sich die Kinder Gedanken gemacht. Genau, das packe ich jetzt erstmal so an die Seite. Von einer meiner besten Freundinnen, so hier im Real Life, sage ich jetzt mal, habe ich zwei beste Freundinnen. Und von der einen habe ich einen Danny Preuss Gutschein bekommen. Ja, und zwar von meiner Freundin Ellen. Und ja, wie viel das ist. Und den Gutscheincode habe ich natürlich zugeklebt, weil ja, das ist privat. Und den Gutscheincode möchte ich jetzt natürlich hier nicht zeigen, weil dann könnte ihn ja jemand benutzen. Genau, da war ich auf jeden Fall auch, habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Von meinem Bruder habe ich auch was richtig Cooles bekommen. Und zwar so ein Mixed Media Art Set. Und da sind richtig coole Sachen drin. Und ihr seht, da sind 90 Teile drin. Und ich mache den direkt mal auf und zeige euch mal. Ich drehe den mal so rum. Dann geht das einfacher. Und zwar haben wir hier so eine Art Wachsmaler, aber ich hatte irgendwie gelesen,
dass die noch was Besonderes können. Also das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche stinknormalen Wachsmaler, sondern die können auch irgendwie noch was. Ich müsste jetzt noch mal gucken, was genau. Wo habe ich das denn überhaupt gelesen? Also ich glaube, das war hinten drauf. Genau, hier hinten ist dann noch mal einmal drauf, was diese verschiedenen Sachen sind. Genau, es sind Ölpastelle, also es sind eigentlich Ölfarben. Und ja, dann hier solche Stifte. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob die wasservermalbar sind, werde ich aber noch. Dann haben wir hier ein Markerset mit 12 verschiedenen Farben. Dann Acrylfarben, ein Anspitzer, das ist ein Radiergummi und 2 Pinsel und zusätzlich noch 2 Bleistifte in 2B und 4B. Ja, und wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Hier oben haben wir die Acrylfarben, hier die Buntstifte. Wie gesagt, ich habe diesen Koffer zwar einmal aufgemacht, aber ich habe hier noch gar nichts weiter ausprobiert. Den Malen tun die auf jeden Fall schon mal mega weich. Seht ihr das überhaupt? So. Ist jetzt natürlich hier auch kein Aquarellpapier. Oh, ich kann es ja trotzdem mal ausprobieren, ob die wasservermalbar sind. Wobei dieses Papier hier wirklich sehr aufsaugt. Ja, auf dem hier jetzt auf jeden Fall nicht. Seht ihr es? Ja, also auf dem Papier sind sie definitiv nicht wasservermalbar, obwohl hier der Pinsel ein bisschen Farbe aufgenommen hat, tatsächlich, aber, oder der war noch vom letzten, von der letzten Farbe, die ich benutzt habe, größer, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also auf dem Papier definitiv nicht wasservermalbar. Dann nehme ich hier mal einen von diesen Markern, die sehen so aus. Oder die sind auch recht deckend. Das heißt, sind die wirklich deckend? Das probiere ich jetzt mal aus. Und zwar habe ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, irgendwas gekritzeltes. Also einfach nur irgendwas hingekritzelt. Ist ja gar nicht wichtig. Ich will ja nur probieren. Ja, kann man noch durchsehen, auf jeden Fall. Also kann man sich Textstellen oder so damit gut markieren. Das ist supi. Genau, ja, die Acrylfarben probiere ich jetzt nicht aus. Was ich hier noch ganz schön finde, habe ich gerade entdeckt. Hier ist noch ein goldener Stift. Ja, sehr schön. Ja, ja, da habe ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber gefreut. Mein Bruder hat mir gesagt, ich soll lieber das wieder dazwischen legen, weil diese, ja, für mich sind das Wachsmaler, aber es sollen halt Ölpastelle sein. Ich muss mal gucken, ob ich ein Video finde, was ich mit diesen Dingern anstellen kann. Da gibt es garantiert irgendwo ein Video zu. Ja, wie gesagt, habe ich mich riesig drüber gefreut. Das ist eine richtig coole Sache. Und auch in diesem praktischen Koffer. Zack. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight, zu meinem Highlight. Das habe ich natürlich von meinem lieben Mann bekommen. Und zwar die Cinch. zusammen mit ein paar Drähten, damit ich schon mal ein bisschen was ausprobieren kann. Und ihr seht, ich habe da auch tatsächlich schon ein bisschen was benutzt. Ich erkläre jetzt hier nichts zu der Cinch, weil da gibt es genug Anleitungsvideos bei YouTube. Ich habe mir selber ein YouTube-Anleitungsvideo angeschaut, um eben meine ersten Sachen zu machen, weil mit Anleitungen habe ich es nicht so. Gucke ich mir lieber ein Video an. Und ich habe zum Beispiel bei Sammy Finn und ja, aber auch bei anderen halt Anleitungen gefunden, wie man mit der Cinch ganz gut arbeitet. Genau, und ich räume das schwere Teilchen mal an die Seite und zeige euch mal, was ich damit schon gewerkelt habe. Und zwar habe ich hier eins von meinen Jelly Plate Papieren genommen. Und hier unten erkennt ihr vielleicht, da sind Blumen, 2 Stück. Und in die Mitte der Blumen habe ich dann noch solche Röschen geklebt.
und hier unten noch so ein rosa Glitzersteinchen Dings. Ja, und dann habe ich hier oben noch so einen Heißluftballon, so ein 3D. Das war mal aus dem 3D-Block von Action, habe ich mir da reingeklebt. Dann hier oben so ein halbes, einfach nur Deko halt, ne? Dann gibt es, wiederholt sich das immer, es gibt immer zwei leere Seiten, die man dann beschriften oder wie auch immer machen kann. Dann gibt es ein Volume-Papier und ein buntes, was aber nur auf einer Seite bunt ist. Das heißt, die Rückseite kann man dann auch nochmal benutzen, um irgendwas Schickes reinzumachen. So, und hier sind wieder zwei leere, wo man sich dann halt irgendwas drauf machen kann. Wieder ein Volume. Und wieder ein bedrucktes und so weiter und so weiter. So geht es halt die ganze Zeit. Ich zeige euch jetzt halt nur, welche Papiere ich da benutzt habe. Das waren alte Actionblöcke, die ich hier mal verwendet habe, die mir aber von den Farben gut gepasst haben und die hier auch schick reingepasst haben. Ja, und ihr seht, ich muss tatsächlich auch noch ein bisschen mit der Cinch üben, weil hier ist es nicht ganz perfekt geworden, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich möchte das Büchlein verschenken. Ich weiß auch schon an wen. Ja, hier am Ende nochmal ein Säen. Und ja, ich finde, man kann es trotzdem verschenken. Also es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ja, das hätte ich auf jeden Fall besser machen können. Und ich war echt erstaunt, weil ich habe hier hinten wirklich so ein richtig dickes, stabiles Pappteil benutzt. Und das hat die Cinch wirklich ohne Probleme durchgestanzt. Also ich habe gedacht, ich brauche jetzt richtig Kraft, bin extra aufgestanden. Dann ging das so wie durch Butter. Okay. So, das war das eine. Ja, und ihr glaubt es nicht, ich habe halt einfach jetzt die Tage, wir hatten gestern noch Besuch, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten wir mal nichts. Und ja, mein Mann hat dann ein bisschen Büroarbeit gemacht und habe ich gesagt, weißt du was, wenn du was zu tun hast, dann gehe ich hoch und mache auch ein bisschen was. Dann habe ich mir noch ein Album gebastelt und auch mit der Cinch gebunden. Und zwar hier hinten. Das ist von Danny Poys, das Buchbinder, der Buchbinderlein. Den habe ich benutzt, und weil das Papier nicht lang genug war, was ich brauchte, um dort, um eben diese Länge zu bekommen. Und habe mir dann so ein paar Elemente gemacht. Und ihr seht schon, ich habe hier auch einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich das Teil, ich habe es falsch rum gepresst. Also das hätte eigentlich hier ganz hinten hier dazwischen sein sollen. Und das hätte vorne sein sollen. Aber es ist für mich, deswegen finde ich es nicht so schlimm. So, und hier vorne habe ich mir so ein Element reingemacht, wo man hier so Fotos reinmachen kann und die dann so hin und her drehen kann. Da möchte ich gerne eins von meinem Mann und eins von mir reinmachen. Und dann kann man immer hin und her drehen und dann sieht man uns beide. So, hier habe ich mir eine Tech-Tasche gemacht und zwei Text reingebastelt. Also eigentlich wiederholen sich die Seiten auch immer ein bisschen bis auf das. Aber das kommt zum Schluss nochmal. So, dann habe ich hier zwei Faltelemente. Ich habe das Album natürlich noch nicht fertig dekoriert. Das kommt noch. So, dann habe ich hier ein cooles Element genommen. Und zwar habe ich in einem der Videos von Danny Preuss, ich muss mal gucken, ob ich es finde, dann verlinke ich es euch, diesen Mechanismus hier gesehen. Und zwar geht das dann so hoch und runter. Und jetzt dachte ich mir aber, das muss doch noch cooler gehen und habe mir noch einen Mechanismus dazu gemacht, dass man das auch noch hier rüberziehen kann. Also das heißt, ich kann das Teil entweder nach dort verschieben und kann das Kleine aber auch noch nach oben und nach unten. Also kann ich hier theoretisch 1, 2, 3, 4 Bilder reinmachen auf diese Seite und kann die hier alle so ein bisschen verdecken. Oder könnte hier sogar 5 und kann nämlich hier eins machen und da eins machen. Und ja, da kann man zum Beispiel, kommt mir gerade so eine Idee, man könnte ein Bild nehmen, wo jemand nicht so gut gelaunt und nicht so witzig guckt. Das ist dann für Tage, wo die Person nicht so gut drauf ist. Und dann vielleicht dieses hier, wo dann wirklich sehr fröhlich und sehr lustig und, ne, also wo man offensichtlich sieht, dass sich jemand sehr freut. Und dann kann man das immer so und so hinschieben, wie die Person halt gerade drauf ist. Und je nachdem, was man hier noch für Bilder reinmacht, kann man da, glaube ich, ganz witzige Sachen. Also man könnte das
theoretisch als Tracker benutzen, um zu zeigen, was für eine Stimmung die Person oder sich selber einzustellen, was für eine Stimmung diese Person an dem Tag gehabt hat. Ja, kam mir gerade so, finde ich lustig. Hier ist nichts, da auch nicht, da kommt dann noch Deko und so weiter drauf. Hier habe ich mir mal so ein Klappelement gemacht, wo ich das so weit auseinanderklappen kann. Und das ist jetzt die Mitte von meinem Buch. Und deswegen fangen jetzt an, die Sachen sich so ein bisschen zu wiederholen. Ich finde es immer ganz gut, wenn sich Sachen wiederholen und man die Sachen dann eben nochmal benutzt. So, hier habe ich es nochmal, das gleiche Element. Allerdings habe ich es hier mit dem Faden ein bisschen anders gemacht. Und das funktioniert tatsächlich besser als bei der anderen Seite. Ja, und wieder das gleiche Prinzip. Hier geht es hoch und runter. Und das Teil geht eben auch noch nach rechts und links. Jo, genau. Dann hier wieder diese Tasche, wo sich die Teile aufklappen lassen. Hier haben wir mal wieder eine Seite mit nichts. Hier ist dann wieder meine Tagtasche mit den beiden Tags. Und hier habe ich mir noch eingebaut, weil ich dachte, ja, eigentlich ist es immer ganz cool, wenn man ein Album hat, wo man zum Beispiel noch so Tickets oder lauter so eine Sachen reintun kann. Und ich wollte nicht so einen normalen Tag, wo ich die Sachen einfach nur reinschiebe. Und ich wollte auch nicht so eine 0815 Tasche irgendwie, sondern ich habe mir mit dem Endeloid Punchboard, ich weiß gar nicht, ist das Endeloid? Also auf jeden Fall, nein, Giftback, genau, Giftback Punchboard. Damit habe ich mir diese Tasche hier gemacht. Und die habe ich dann so reingeklebt, dass nur der Boden festgeklebt ist. Und jetzt kann ich die nämlich so aufklappen und kann hier da halt Dinge reintun. Ja, und wie ihr seht, habe ich mich hier schon verstanzt. Das sollte natürlich genauso sein wie hier. Aber ja, hier gibt es ja bei diesem Board gibt es ja hier hinten dieses Teil, wo man dann eben die Löcher stanzt. Und ich habe schlauerweise nicht vorher drunter geguckt, dass er dann zwei Löcher hier hat, sondern ich bin davon ausgegangen, Mitte und da ist dann ein Loch und da stanzt er dann. Und habe meinen Teil halt hier mittig angelegt, wo ich halt das Loch haben wollte und stanze und dann hat er da und da ein Loch gemacht. Ja gut, kann das Brett ja nichts dafür, wenn ich nicht gucke, was wie es wirklich funktioniert. Ne? Genau, aber fand ich trotzdem ganz lustig, dass man hier halt diese Tasche hat. Ja, na klar, wird man die nicht ganz voll machen, wahrscheinlich nicht, weil dann kann man sie ja nicht mehr hinlegen. Also theoretisch ja, hätte ich auch eine normale Tasche machen können, so eine Froschtasche oder so. Wäre wahrscheinlich aufs Gleiche bei rausgekommen. Aber ich fand es einfach lustig. So, und hier habe ich noch ein anderes Element, weil ja vorne auch eins war, was sich nicht widerspiegelt. Und zwar habe ich hier einen Tag gebastelt. Und hier eine Seite mit Löchern und habe halt dahinter schon solches Papier. Und wenn man dann eben aufzieht, dann kommen hier solche Planeten zum Vorschein. Genau, und wenn man zuschiebt, dann sieht man halt einen Teil des Fotos. Ich muss mal gucken, das ist, wie ihr schon seht, geht es doch ein bisschen schwieriger beim Reinschieben. Wenn da jetzt auf beiden Seiten noch Fotos sind, dann wird es natürlich noch enger. So, und ja, das war's schon. Das war schon das Album, was ich gemacht habe. Ja, ich finde es eigentlich ganz schick. Und ja, wie gesagt, ich habe ja schon mehrere Alben für mich mal gebastelt, die ich eigentlich noch füllen muss. Und ja, also bei dem hier werde ich mich jetzt auf jeden Fall die Tage ransetzen, weil ich möchte, dass das mal ein Fotoalbum wird von meinem Mann und mir. Und genau. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall die Tage in Angriff nehmen. Vielleicht heute sogar schon werde es nochmal ein bisschen dekorieren und auch schon mal mit Fotos versehen. Genau, ich werde mich nachher mal am Computer setzen und werde mal nach Fotos suchen. Ja, ihr Lieben, das waren meine Weihnachtsgeschenke und ich hoffe, dass euch die Alben oder ja diese Büchlein, die ich dann hier gemacht habe, gefallen haben. Und ja, wenn ihr Lust habt, mal was zu sehen, wenn ich ein Album oder irgendwas bastle mit der Cinch, dann ja, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben und dann gucke ich mal, wie und wann ich Zeit und Lust dazu habe, das zu machen. So, ich dachte mir, jetzt wo ich fertig bin mit Dekorieren, dann zeige ich euch es auch gleich. Also das Video habe ich eh noch nicht hochgeladen und
Ja, ich dachte mir, ich packe das gleich dahinter und zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. So ganz hundertprozentig bin ich noch nicht zufrieden, aber es ist schon ganz nett geworden. So, hier vorne, ich habe aus verschiedenen Action-3D-Blöcken Teile rausgenommen und das sind alles ältere Blöcke, deswegen zeige ich die auch nicht. Und hier habe ich mit 3D-Pads verschiedene, ja, also die Herzen verschieden hoch aufgeklebt. Und wie gesagt, das hier ist alles auch aus irgendwelchen Action-Blöcken. So, hier vorne habe ich jetzt von einem Bild, ja genau, das war ein Bild, da habe ich dann diese Spielerei gemacht. So, ich muss das mal ganz kurz wegmachen, sonst kommt das hier jetzt andauernd. So, und ja, hier habe ich aus dem gleichen Bild dieses Wir für immer rausgeschnitten. Das Bild, komplette Bild kommt jetzt hier auf der Seite nochmal. Und damit das hier nicht immer, ihr seht vielleicht, dass das hier so ein bisschen komisch schon aussieht, da habe ich Pappe reingeklebt, weil sonst hätte es nämlich nicht vernünftig, also das hat sich immer runtergebogen. Und ja, deswegen habe ich es dann so gemacht. Genau. Ja, das sind bisschen ältere Bilder von uns. Auf die Tags habe ich noch gar nichts gemacht, die habe ich noch so gelassen. Und ja, hier sind auch noch mal zwei Fotos. Manche Fotos wiederholen sich auch hin und wieder. Gibt es dann mal ein groß oder mal ein klein. Da sind wir am Futtern. Ja, schwer zu erkennen, unsere Hochzeit. Und hier oben habe ich mit, ja, sagt doch schnell, Embossing, goldener Faden reingeschrieben mit dem Wässermarker. Genau, und ja, den Rest einfach mit normalen Feinliner. Und weil hier, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht gut sehen, auf der, doch da sieht man es, da auf der Seite gibt es nämlich so ein kleines goldenes Ding und darauf, deswegen bin ich darauf gekommen, weil hier so ein ganz feiner goldener Streifen ist und auch in dem Rest des Papiers, nicht nur an dieser Stelle. Und deswegen fand ich das so süß mit diesem, mein goldener Faden bist du. Genau, und dann hier noch zwei Fotos von uns. Ja, ein bisschen Washi-Tape und genau. So, das hier ist eins, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da waren wir bei uns, wir haben noch so ein Ferienhäuschen. Da habe ich auch mal ein Video von gemacht und habe das mal gezeigt. Aber wir wollen das jetzt gerade verkaufen und das ist aber auf jeden Fall noch von dieser Zeit. So, hier habe ich diese Schiebeelemente ja gemacht und hier sind ein paar schöne Bilder von uns. Hier ist eins, wo wir neben der Pfütze stehen. Und dann habe ich oben drüber geschrieben, Regen ist nur hässlich, wenn man das Schöne daran nicht sieht. Und wenn ihr denkt, dass immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen bei uns ist und immer alles so toll ist, dann zeige ich euch mal dieses Foto hier und dazu schiebe ich mal runter. Ja, und zu diesem Foto muss ich eine kleine Story erzählen. Und zwar ist er da, wir haben gegrillt und saßen mit Freunden draußen auf der Terrasse. Und dann ist er mit dem Stuhl, diese Plastikstühle, vielleicht kennt ihr die, da ist ja immer auf den Stangen dann dieses Plastik befestigt. Und ja, da ist er mit seinem dicken Popo durchgerutscht. Und genau in dem Moment kam ich mit der Kamera raus und habe ein Foto gemacht. Und dann guckte er halt zur Seite und zeigte mir den Stinkefinger. Genau. Ja, eins meiner schönsten Fotos eigentlich, weil ich es am lustigsten finde. Das hier ist das allererste Foto, wo wir uns, also wir ganz frisch zusammen waren und uns geküsst haben. Und da seht ihr auch das Datum. Genau, und das war das allererste offizielle Kussfoto. Ja, und wie ihr euch denken könnt, sind natürlich viele weitere dem gefolgt. Also meistens, wenn ich Fotos von uns mache, dann küssen wir uns tatsächlich. Und ja, das war auch bei der Hochzeit, da dieses tolle Spielchen, wo alle gegen das Geschirr klopfen und dann muss das Brautpaar sich küssen. Das war auch lustig, weil er gerade auf Toilette war und alle fingen an zu klopfen und da musste er ganz schnell herbeigerannt kommen und mich küssen. Genau. Ja, das war auch ziemlich zum Anfang. Da ist der Spikey noch, den manche ja vom Quietschen noch kennen aus dem Hintergrund von den Videos. Ja, und so wurde unsere Beziehung immer, immer enger und immer fester. Genau. Ja, und hier, das gehört zu dieser Serie. Und ja, das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, noch ziemlich lange, also schon ziemlich lange her. Und zwar
war das noch ganz am Anfang. Also ihr seht ja, wie schlank ich da noch bin und wie jung ich da noch aussehe. Genau. So, und manchmal setze ich ihm natürlich auch Hörner auf. Das war in Hamburg, Hagenbeck, im Zoo vor ein paar Jahren. Und ja, aber keine Sorge, weil, jetzt muss ich den Büppel hier kriegen. Er kann das natürlich auch ganz gut, mir mal Hörner aufzusetzen. Genau, da nehmen wir uns nichts. So, und jetzt klappt hier alles nicht mehr so, wie es soll. Na, egal, ob es jetzt irgendwie zu erstmal. Schwupp. Ja, und das hier war in Italien letztes Jahr zum Hochzeitstag. Und zwar ist das in Venetien auf dem Markusplatz. Genau, und eigentlich stehen wir da direkt nebeneinander, aber ich habe das abgeschnitten und fand das ganz witzig, so übereinander. Und dann erkennt man halt, wo es ist. Also ja, die meisten, glaube ich, erkennen das, den Ort. Ja, manchmal geht es auch lustig zu, wenn wir davon auch nicht so viele Fotos machen. In meinem super begeisterten Gesichtsausdruck seht ihr auch, wie ich das finde. Also ich versuche das gerade mal hier nochmal wieder umzuklappen. So, genau, da habe ich ein Foto von ihm gemacht im Park. Ja, und mein Herz Ass. Das passt ganz gut, weil Christoph ganz gerne Karten spielt. Und ja, eigentlich hätte es ein anderes Ass sein müssen. Wartet mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Kreuz Ass, genau. Kreuz Ass ist ja das Stärkste beim Poker, weil er gerne Poker spielt. Aber Herz Ass passt natürlich besser. Ja, und hier habe ich da noch so ein paar kleine Spruchdinger hingeklebt. Da ist auch noch ein Foto von uns. Das war vor 3 Jahren Weihnachten, glaube ich. Da hatte ich mal so eine Phase, wo ich ganz, ganz doll abgenommen habe. Genau. Ja, das war auch noch zu dieser Phase, wo ich so schlank war. Ja, und das war es auch schon fast. Hier habe ich wieder nichts reingemacht bei den Tags. In der Tasche ist auch noch nichts drin. Und hier passend zum Abschluss des Jahres ein Happy New Year von letztem Jahr. Stammt dieses Foto, genau. Ja, und ich habe hier hinten noch einen Spruch reingeschrieben, und zwar in Liebe deine Supernova. Und da habe ich so ein passendes Bild hier auch gefunden, das war ganz cool. Und zwar hat er das immer zu mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Und deswegen musste da hinten dieses Supernova, ich habe das in irgendeinem 3B-Block, habe ich diese, da waren so ein paar Planeten, 1, 2, 3, Tornschuh, ein paar Planeten, war schwierig. Und ja, genau, da habe ich halt diese Sonne, Supernova, was auch immer, diese explodierende Sonne gesehen. Und dann dachte ich, ach, das passt gut, das kommt da auf jeden Fall mit rein und kommt hinten zum Abschluss. Genau, und ganz, ganz hinten habe ich dann noch diesen Spruch hier drauf gemacht und unten noch so ein kleines Label. Ja, genau, das ist mein fertiges Album. Ja, vielleicht gefällt es euch und ihr habt mal ein bisschen was von meinem Privaten gesehen, wenn es denn jemanden überhaupt interessiert hat. Okay, ihr Lieben, so, das war's. Tschüss!